Ja, ich denke, wir haben gesehen, wir wollten von Anfang an unbedingt das Spiel heute gewinnen und uns so einen guten Jahresabschluss mit einer super Ausgangslage für die Rückrunde heute genehmigen. Und ich glaube, da hat jeder seinen Teil zu beigetragen und am Ende haben wir ja auch in der Höhe verdient gewonnen. Ja, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Gesicht gezeigt, was vor allem viel Leidenschaft, viel Kampf, viel Disziplin mit sich bringt. Und ich glaube, das ist der Weg, der uns dann am Ende da oben irgendwo hält. Wo am Ende die Reise hingeht, werden wir sehen. Aber für die Hinrunde, um das Fazit zu beenden, sind wir natürlich sehr zufrieden. Ja, jetzt haben wir immerhin 6 Tage frei, um uns da nochmal ein bisschen die Lasten der Hinrunde aus den Knochen zu schütteln. Und ja, ab dem 2. Januar treffen wir uns und ja, dann haben wir natürlich das höchstmögliche aller Ziele. Also wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wofür es am Ende reicht, werden wir dann sehen. Überragend, also in dem Moment, wo ich den Ball abgefangen habe und dann in den Gegenstoß gelaufen bin, dann sieht man auf einmal die ganzen Fans vor sich und also das ist wirklich, da schaltet der Kopf aus, das ist einfach ein überragendes Gefühl. Also ich wurde super ins Training aufgenommen auf jeden Fall. Man wird die ganze Zeit unterstützt, vor allem Patrick auf rechts außen gibt mir viele Tipps, Uwe auch zwischendurch, das ist einfach eine super Unterstützung und ich glaube, ich persönlich habe mich auch ziemlich weiterentwickelt jetzt in den letzten Wochen.